Meine Damen und Herren, zur Wahl steht unter anderem der Herr Harzer, der ja gern damit kokettiert, Harzer Käse zu verbreiten. Das ist kein Wortspiel, was hier verboten sein könnte, das macht er selber. Herr Harzer hat gestern nicht nur Harzer Käse verbreitet, sondern abgrundtiefe, billigste, infantile Polemik aus der würdigen Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus herausgetwittert. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen mitbekommen hat. Für uns ist das ein Skandal. Herr Harzer twitterte unter dem Begriff tolle Veranstaltung, suche den Fehler, ein Foto, was er von der Seite des Saals gemacht hatte, wobei Professor Schramm, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, auf dem Stuhl von Herrn Höcke saß. Darüber hat sich Herr Harzer wie ein politisches Trampeltier infantil gefreut und das auf Twitter verbreitet. Sekundiert wurde dabei, colorandi causa muss ich nochmal sagen, sekundiert wurde ihm dabei durch Herrn Sondermann Becker, einen Angestellten des öffentlich-rechtlichen Staatsfunks, der sich auch vor Lachen kaum einkriegen konnte. Also in billigster Art und Weise wurde diese Gedenkveranstaltung dazu benutzt, politische Polemik zu betreiben. Und diese Person soll heute hier von uns gewählt werden. Für uns von der AfD ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Und es hat bewiesen, dass auch jenseits der gestern diskutierten Frage der Stasi-Akte sich der ein oder andere als offensichtlich parlamentsunwürdig disqualifiziert. Deshalb wird die AfD-Fraktion nicht zustimmen der Wahl des Herrn Harzer und bittet darum, dass auch der Rest nicht zustimmt, weil solch ein politisches Trampeltier kann man nicht in einen Aufsichtsrat schicken. Vielen Dank.